Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from... Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und das natürlich mit Herz. Und mit Herz dabei... Micha, der Kameramann. Ganz genau. Und das ist heute hier unser Thema. Das ist eine Obst- oder Apfelkiste. Da kann man aber wirklich alles andere nehmen. Eine Holzplatte oder alles das, was man super bekleben kann. Wir haben Muscheln genommen und den Kleber, ein paar Holzreste und haben uns hier so ein kleines Blumenregal gemacht. Vielleicht sieht man das von der Seite. Es ist auch mit Licht. Wir filmen jetzt gerade nach und zwar geht es darum, dass ihr ja alle mitbekommen habt, dass der Manni jetzt relativ kurzfristig von uns gegangen ist und er ist auch in diesem Video dabei. Damit das eben alle verstehen, da wir ja vordrehen, ist er diese Woche praktisch, also heute in diesem wunderschönen Video und auch am Sonntag in dem Video ist der Manni noch dabei. Genau. Und vielen Dank an dieser Stelle für diese wunderschönen Kommentare, für eure ja wunderbaren, liebevollen Worte, die uns so ins Herz gegangen sind. Wir haben sie immer stundenweise gelesen und das hat uns so viel, ja, im Herzen hat uns das wirklich so berührt und uns so geholfen auch, um diese Trauer ja einfach mit euch teilen zu können. Und Manni war eben dabei, 3 Jahre und deswegen möchten wir das einfach auch nochmal mit euch teilen und ihr möchtet es auch gerne sehen und deswegen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, wir mussten das sowieso ein bisschen schneiden hier heute, aber das kommt jetzt auf alle Fälle auf einen wunderschönen Platz. Manni war unser Dekokater, er war unser persönlicher YouTube-Star, er war immer dabei, er hat es geliebt, er hat wirklich das so sehr geliebt, 3-mal die Woche mit uns hier zu sein. Er war immer, auch wenn er nicht sichtbar war, er war immer dabei, genauso wie Sophie. Und er bekommt das jetzt an seinem wunderschönen Platz zu Ehren. Und auf alle Fälle, da er Dekos geliebt hat, bekommt er immer wieder einen neu wunderschönen, bunten und blumigen Dekoplatz. Aber ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man diese wunderschöne Kiste dekoriert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unser Wandregal oder wie auch immer. Oder auch als Tisch oder einfach als Deko-Objekt. Und da habe ich hier einmal die alte Apfelkiste. Und zur hölzernen Hochzeit im letzten Jahr hatten wir diese alten Holzbretter geschenkt gekriegt. Und da war Micha so lieb und hat die jeweils mit einem Nagel eben gerade fixiert. Wenn ihr das nicht habt, ist das völlig egal. Ihr könnt ja wirklich jeden Untergrund nehmen, den ihr wollt, weil wir werden heute wieder mit dem Montagekleber arbeiten und der ist super. Der ist für alle Materialien geeignet und für In- und Outdoor. Das heißt, der ist super wasserresistent und das macht das natürlich super attraktiv und ganz klasse. Und da wir heute das nämlich gerne als, ich sag einfach mal als kleines Regal, nicht, aber doch als kleines Wandregal, Dekoregal nachher bei uns hier an der Terrasse an der Seite haben möchten, gucke ich einfach, ja, wie möchte ich das? Möchte ich das ein bisschen quer gleich an die Wand machen oder hochkant und dementsprechend könnt ihr euer Muster darauf machen. Dann haben wir Steine, die wir immer wieder sammeln. Die sind ein bisschen, haben wir gewaschen. Dann habe ich ganz viele Muscheln. Ich habe eine Lichterkette. Dann habe ich einen Bleistift. Und ich würde sagen, den Kleber hole ich und dann fangen wir an.
Was ich mir auf alle Fälle jetzt besorgt habe, ist eine Kartuschenpresse, Pistole oder wie auch immer. Und das geht jetzt natürlich einfacher. Das letzte Mal bei der letzten Schale, die wir mit Muscheln gemacht haben, da hatte ich es ja oben aufgeschnitten und dann wirklich mit so einem kleinen Spaten oder Spachtel habe ich dann mir das aufgetragen. Und das ist auch möglich, überhaupt gar kein Problem. Aber jedes Mal immer aufschneiden, und wenn man öfter das macht, ist es natürlich besser, wenn man so eine Kartuschenpistole hat, genau. Aber bevor ich damit anfange, nehme ich jetzt hier meinen Bleistift und werde mir nur, damit ich die Proportion ganz gut hinbekomme, mir einfach nochmal vorzeichnen. Ich würde nämlich sehr gerne ein Herzchen haben. Einfach nochmal von der Größe vielleicht und von der Breite, wie das nachher wirkt. Und ich mache mir jetzt hier einfach nur eine Umrandung. Ihr könnt auch einen Seestern machen, sieht auch total klasse aus. Das habe ich mal gesehen. Oder eine Walflosse, dann ist man von unten hier nach oben. Also da ist den Ideen und Fantasien kann man da absoluten freien Lauf lassen. Und ich glaube, ja, man sieht das jetzt nicht ganz so gut. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach nur mal eben so. Und das muss ja auch gar nicht so gerade sein. Ich denke auch beim Kleben, da werden wir gleich sehen, ja, in welche Richtung geht das. Das ist auch immer ganz schön, wenn das hier so ein bisschen ja reingeht, das Herzchen. Also wirklich die beiden Seiten gar nicht so richtig gleich sind. Ja, und ich denke ja, jetzt kann man so ganz leicht die Umrandung sehen und hat so ungefähr eine Idee von der Höhe und zumindest von der Breite. Manchmal passen die Proportionen nicht und dann ja ist das so ein bisschen schade. Und dann fange ich auch an. Ich hole jetzt erstmal meine Muscheln hoch und dann könnt ihr euch das ja schon mal so ein bisschen vorlegen vielleicht. So von den Muscheln her, welche Breite soll es haben, weil ich habe ja hier in der Mitte diesen Schlitz und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlimm, weil da würde ich jetzt einfach nur so eine große Muschel mir gleich raufsetzen, also diese Verbindung, die hier rüber geht. Es ist natürlich optimal, wenn man das hat. Wenn man hier so kleine Löcher hat, kann man auch kleine Muscheln reinsetzen und so kann man sich das vorab vielleicht so ein bisschen hier in Form legen. Was ich persönlich sehr gut finde, dieses Dreidimensionale, wenn man dadurch, fand ich das jetzt mit diesen aufgesetzten Brettern nochmal ganz cool, dass man hier wirklich so wie Stufen nochmal nach oben und unten geht. Und ich finde, das macht das noch lebendiger und noch viel attraktiver, finde ich persönlich. Und ich denke einfach mal, ich starte hier mit diesem Mittelstück, weil das ist ja doch, dass wir da beide Seiten verbinden. Und dann fange ich an, hier meine Muscheln anzulegen. Mit dieser Kartusche ist es natürlich optimal, da kann man punktuell jetzt wirklich hier rangehen und hier ganz super den Kleber schon mal fixieren. Und die erste Muschel lege ich mir hier schon mal rauf. Manni ist natürlich auch wieder dabei und fange jetzt an, hier schon mal meine Form, mein Herz mit Kleber vorzumachen. Und dann fange ich an, die Muscheln anzulegen. Optimal ist es natürlich, wenn man die Muschel umdreht. Das heißt, ich habe mehr Fläche zum Kleben. Aber auch diese Muscheln hier oder diese, da ist es jetzt natürlich besser. Das zeige ich euch, wenn man hier vom Kleber einfach mehr rauf macht. Das heißt, oder eben auch mehr dicker den Kleber aufträgt, dann könnt ihr die Muschel super eindrücken. Was ich auch immer ganz süß finde, wenn man in die Muschel jetzt einfach auch noch mal so ein Schneckenhäuschen mit rein klebt. Was man zwischendurch nochmal machen kann, hier einfach nochmal überall Kleber raufsetzen und wirklich hier einfach nochmal entweder Muscheln oder Schnecken zusätzlich oder hier nochmal an die Seite mit ransetzen. Das könnte hier auch wirklich nochmal ganz filigran. Ich habe nämlich hier noch diese kleinen Kieselsteinchen unter den Muscheln gefunden und die kann man jetzt hier auch nochmal überall mit rein oder raufsetzen. Ich mache mir einfach hier nochmal überall den Kleber ran. Und ich finde, ja, das gibt dann wirklich auch nochmal so einen schönen Strandcharakter.
Also das war ein tolles Teamprojekt, Micha, ne? Ja, das stimmt. Ich bin eben noch rein, habe die Tiere gefüttert und Micha hat hier weiter, zeigen wir euch mal, beziehungsweise Micha zeigt euch das ganz toll, wirklich mit den kleinen Kieselsteinchen hier noch die Lücken ausgefüllt und auch hier oben nochmal auf die Muscheln rauf oder Schneckenhäuschen, total klasse. Echt eine coole Kombi. Wenn man jetzt einen tollen Sand hat, kann man das auch noch mit Sand fixieren, also hier vorsichtig so einen Pudersand drüber machen über den Kleber und dann hat man noch mehr Strandoptik. Also es wirklich ging ruckzuck und entspannt total. Normalerweise wollte ich die Drahtlichterkette hier mit einarbeiten. Aber ich finde, das ist so super rustikal und da gefällt mir natürlich diese Sisal-Lichterkette, die kennt ihr bestimmt schon von den anderen Filmen und die ist natürlich super maritim und rustikal und guckt hier unten in der Videobeschreibung bitte, da findet ihr einen Link zu unserer Webseite und von dort zu Hof Oelkers, weil die haben wir noch im Shop und es gibt immer noch mit Conny 10% auf die Artikel. Genau, und das lohnt sich wirklich. Und ich habe die jetzt einfach das Batteriefach in die Kiste reingelegt und die relativ tief sind, die Seiten und oben auch, mir die Lichterkette jetzt hier immer um das mittlere Brett herum zwirbeln. So, ihr Lieben, wunderbar. Ich kann das sogar schon ein bisschen hochkant machen. Ich bin da jetzt echt ein bisschen vorsichtig, weil das ist schon super angetrocknet. Also total klasse. Kann ich nur empfehlen. Das mit der Lichterkette gefällt uns auch super gut. Aber wir sehen uns morgen, wenn alles trocken ist. Und dann wird das hier bei uns an die Wand montiert. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Bis gleich. So, ihr Lieben, und das war jetzt hier heute unsere Kiste. Wir hoffen sehr, dass euch die gefallen hat und dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, was man mit so Montagekleber, Muscheln oder auch Stein, was auch total klasse ist und Hölzern, Ästen, alles einfach so zaubern kann. Und es ist wetterresistent, das ist natürlich jetzt wunderbar. Hier diese Lichterkette hat einen Timer, die geht jeden Abend an und aus. Wir haben auch noch ein Licht, was wir mit der Hand immer an und aus machen und schaffen damit einen wunderschönen Platz, ihr Lieben. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür, für alles, was ihr uns gegeben habt, was wir mit euch teilen dürfen. Und ja, wir hoffen sehr, dass ihr am Sonntag wieder dabei seid. Deswegen mit ganz viel Herz, liebe Grüße, fühlt euch gedrückt, umarmt, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau. Und er hat noch ein kleines Video von Manni gemacht, was demnächst noch auf alle Fälle noch auch hier auf unseren Kanal kommt. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. If I'm not supposed to think